Also, Tatsache, Freunde. Wir sind noch nicht fertig. In der Lagerhalle ist noch eins. Ich bin schon mal hingelaufen, weil ich es noch mal kontrollieren wollte. Aber jetzt müssen wir es noch zlingen hier. Da ist noch ein Schimmer drin. Schock! Wo ist er denn? Verdammt! Diese Lied! Du musst nicht traurig sein! Jawohl, Auftragsziel besiegt. Finde ich auch. Ja, jetzt haben wir es geschafft, Freunde. Na also. Ha! Gut! This was loudly presented by Zockarena for you and me. Gib mir alles. Ihr habt die Flugechsen erlegt? Besten Dank auch. Das wird meine Schrottsammler sicher freuen. Sieht ja ganz so aus, als hättest du ein Händchen für diese Söldnergeschichte. Ich habe in den Slums schon so einiges gesehen. Glaub mir, ich habe ein Gespür für sowas. Begib dich am besten mal zum Platz vor dem Pfeiler. Man munkelt, dass irgendwo dort ein grässliches Ungetüm rumschwirrt. Du bist doch Experte für sowas, oder? Freilich. Schon. Lerne dich selbst kennen, indem du deinen Weg beschreitest. Und dann, Blick zurück. Die Aussicht wird eine ganz andere sein. Also hau rein, Mann! Mein Angebot ändert sich regelmäßig. Schau während deiner Selbstfindung öfter mal vorbei. Was für poetische Worte von so einem. Yeah, Werbetrommel! Das lief doch wie am Schnürchen. Sicher bist du bald gut im Geschäft. Ja, für den Anfang nicht schlecht. Du darfst halt nicht wählerisch sein. Denk dran, Kontakte sind wichtiger als Geld, okay? Nein, Mann. Ja, die Regeln der Slums. Sehr gut, du lernst schnell, wie es scheint. Hab halt eine gute Lehrerin. Oh. Und eine strenge, wenn es darauf ankommt, also sieh dich vor. Wenn du meinst. Also, so langsam müsste Barrett eigentlich mit dem Geldsammeln fertig sein. Was meinst du, sollen wir mal in der Bar nach ihm sehen? Nein, nein, ich will das nicht. Willkommen! Mein Sortiment ändert sich je nachdem, wie die Lage gerade so ist. Wirst schon sehen. Er labert mir zu viel. Der hat irgendwas im Angebot. Immer noch dasselbe, alles klar. Besten Dank. Warst du schon am Pfeiler? Falls nein. Nicht, dann deck dich bei mir für den Kampf ein, okay? Nerv mal nicht jetzt. Kurz gucken. Ich möchte die Hauptstory ja jetzt noch gar nicht machen. Standort, Zielort. Berichte für Chadley, da möchte ich hin. In der Piepengasse kriegt man Sachen, die man in den normalen Läden nicht kaufen kann. Ich hab mir letztens. Was ist denn da los? Lass uns mal nachsehen. Ey! Hör auf! Widerstand ist zwecklos! Lass mich in Ruhe, du Shinra-Schwein! Klappe, Slumratte! Piep, 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 piep! Bist du bescheuert? Angeblich soll jemand Schießpulver aus einem Shinra-Lager geklaut haben. Johnny wurde zu der Sache verhört und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl, diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Wir müssen Johnny helfen. Gehört er zu euch? Nein, aber er hat mitbekommen, dass wir hinter Avalanche stecken. Und leider klappert er gern. Johnny darf auf keinen Fall reden.
Ich gehe hinterher. Ich komme mit. Wirklich? Aber... Das bin ich dir schuldig. Für deine Hilfe. Na gut, dann los. Ich würde ehrlich gesagt einfach nur gern... die Nebenmissionen machen. Was soll mit Johnny da? Hinter die Container da. Ja, mach ich ja. Überhaupt? Ich hab doch gar nicht getan. Schießpulver geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine ID, du hast das Lager betreten. Was? Das muss ein Irrtum sein. Ich würde mich nie auch nur in die Nähe eines Zimmerlagers wagen. Oh je, das... Haben sie die ID vom Johnny geklaut? Johnny rutscht sicher was raus. Gehen wir. Hau sie doch einfach um. Du lenkst die Gardisten ab. Ich kümmere mich um den Rest. Ablenken heißt bei mir, ich soll sie umnatzen. Warum gibt's hier was zum Kaufen? Das heißt meistens, da kommt was ganz, ganz Böses auf uns zu, Freunde. Das ist so Final Fantasy Taktik. Kommt irgendwas Böses, darfst du vorher kaufen und... Einheilen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ein Einlauf mache. Einmal Diarrhoe gratis. Egal, wir natzen die einfach um. Denn so wie es aussieht, kann ich ja die Nebenmission sowieso vergessen. Darf ich ja anscheinend nicht machen. Kommt mir ja die Story dazwischen. Oh, als ob Story so wichtig wäre. Jetzt komm, aufs Maul! Lasst ihn gehen. Bist du ein Komplize? Raus damit! Oh. Was los? Wer ist da? Oh, dein Freund und Helfer in der Not! Ihr seid es! Everland! Hey du! Was soll das werden? Nur die Haltetour. War ja klar. Analyse! Ich mach das nur, weil ich dir das machen muss. Wirksam Feuer. Kommen da noch welche oder? Weil die Musik noch läuft. Hey, Johnny Boy. Oh, Kisten. Schade. Wir stellen ihn ruhig. Hm? Wow, köpf ihn! Hey! Nicht! Wie? Was? Nein! Nein! Ah, lass das! Wenn dir was an deinem Leben liegt, dann verschwinde. Ja, ja, ja! Ich mache eine Biege! Ich schwör's! Der sieht doch gar nichts! Sollen wir ihn echt laufen lassen? Er könnte reden. Der könnte auch gegen die Wand laufen. Er hat nichts getan.
Und die? Lass sie liegen. Cloud. Was soll das? Verschwinden wir, bevor sie aufwachen. Also ich würde ja einen Feuerzauber auf die anwenden, dass sie einfach weg sind. Für immer und ewig. Ich weiß nicht, ob diese jetzige Analyse was gebracht hat für den Chatley, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Ich glaube, dass das schon was bringt, wenn man... Hoffentlich hier hätte ich auch. Kommt Johnny irgendwie klar. Sorg dich lieber um dich selbst. Lass uns von hier verschwinden. Der war noch gefesselt und hatte eine Augenbinde. Was ist? Ob der klarkommt? Naja. Ich weiß nicht. Du hast dich irgendwie verändert, Cloud. Inwiefern? Deine Augen zum Beispiel. Wie soll ich das sagen? Früher hast du nicht so... Das kommt von Marco. So sehen alle bei Soldat aus. Ach so. Und nun? Willst du zum Laden zurück oder lieber noch ein paar Aufträge erledigen? Aufträge? Gehört dazu, Freunde. So leid es mir tut, aber das muss erledigt werden. Ich meine, irgendwo rennt hier ein blinder Gefesselter rum. So. Genau, den Chatley. Wollte ich machen, gell? Bevor mir da der Scheißdreck in die Quere gekommen ist. Ich darf bloß nicht in die Bar reinlaufen. Meinst du, Johnny? Ach so. Das ist der. Ist was? Was ist da drin? Hallo Tifa. Dein Freund verdingt sich also neuerdings als Söldner. Ja. Dann kannst du vielleicht auf Aasrattenjagd für mich gehen. Die Viecher schließen sich Wehrratten an und fressen uns alle Vorräte. Mein Lagerhaus wurde auch befallen. Hab nen Ruf zu verlieren. Sag mal, hast du da eben gelacht? Du hast die Mundwinkel so verzogen. Na egal. Hauptsache, du erledigst die Arbeit anständig. Also. Diese Aasratten verkriechen sich in den Vororten der Stadt. Angeblich kommen sie angelaufen, wenn sie die Schreie von Wehrratten hören. Selbst bei solchem Ungeziefer gibt's wohl so etwas wie Kameradschaft. Also, töte das eine, um das andere herauszulocken. Kann man bei denen echt alles kaufen? So habe ich das jetzt gerade verstanden. Erstmal zum Chatley. Die Monatszahlen der erlegten Besten. Hallo, Cloud. Du warst der Erste, der Daten eingereicht hat. Dafür gibt es eine Zusatzbelohnung. Mein Materia-Sortiment konnte ich auch schon erweitern. Daniel Kampitalix macht Chefforscher bei der Materieentwicklung und du kannst neue erwerben. Wenn du sehr viele Kapitel abschließt, erhältst du möglicherweise Sonderaufträge. Kannst du für einen geringen Betrag vielleicht schon zurücksetzen. Du erhältst dann alle Verbrauchten zurück und kannst deine Waffe noch einmal von vorne verstärken, dass es keinen Grund gibt, geizig zu sein. Deine Waffen, Waffenpunkte ein, wie dir zur Verfügung steht. Ja, warum sollte ich das zurücksetzen? Ah, Moment, aber ich könnte aus meiner alten Waffe die ja rausnehmen. Genau. Aus meinem Panzerschwert kann ich die rausnehmen. Und dann in meiner Eisenklinge. Ja. So, und jetzt kann ich die doch. Selbstverständlich werde ich auch weiterhin neue Materia entwickeln. Gemeinsam werden wir Shinra schon die Stirn bieten. Da konnte man ich doch kaufen. Ich werde fortlaufend neue Kampfberichte hinzufügen und hoffe, du wirst mir fleißig dabei helfen. Na, freilich. Okay. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Kaufen, was geht denn bei dir? Ah. Auto Vita.
wenn er Anwendungen oder entweder hat oder das Spiel den Charakter aktiv steuert. Na klar will ich auch. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. So, jetzt passt's mal auf. Erstmal schaue ich schnell hier rein. Feuer entsprechende elementare Attacke anwenden. Das ist so ein 2 von 3. Neue Materie, Luft, cool! Elementare Attacke anwenden. Aha. Wende bei Gegnern im Schock und lade insgesamt 10-mal eine Einheit der ATB-Leiste auf. Und Gegner den Schockzustand versetzt. Okay, ja gut, das passiert ja von alleine nebenbei. Ach so! Das bleibt einfach... Ah, oh, ich dachte, das ist allumfassend. Na dann. Nee, das ist mir egal. Ja. Ah, ich kann die alle machen, oder? Nee, kann ich nicht. Einer bleibt wieder übrig. Der da, da, okay. Ja, gut. Dann bringt Zurücksetzen halt einfach gar nichts. Eigentlich. Aber gut. Wurst. Es geht bei dir so. Wir setzen große Hoffnung in dich, Cloud. Jetzt nicht gar so viel. So, was ist hier? Verschwundene Freunde. Machen wir. Hä? Das mit der Route verstehe ich irgendwie nicht. Aber egal. Oh, hallo Tifa. Passt Marlene auf den Laden auf? Mm. Schade. Ich wollte, dass sie mir bei der Suche nach meinen Freunden hilft. Dieser Alleskönner hier neben mir sagt, dass er sie suchen wird. Wirklich? Also gut, so sehen meine Freunde aus. Sie haben lange Arme und Beine, sind elegant und super schlank. Sie mögen Orte, wo man was essen kann. Und Leute, die ihnen Leckerlis geben. Und enge Spalten. Meine Freunde sind nämlich Kater, wisst ihr? Ach, wir sollen Katzen suchen. Alle drei sind sehr zutraulich. Wenn man sie ruft, kommen sie auch. Du musst sie unbedingt zurückbringen, ja? Ich habe einen Verdacht, wo die sind. Wir haben doch da mal so einen Katzenort gefunden. Oder... Doch nicht? Besuch vom Friedhof. Ah, okay. Was ist denn das? Hätte ich schwören können, das war doch hier mit den Katzen, oder? Gehen wir mal dahin. Was? Nach Abwasser steht. Alles klar. Ich weiß nicht, was die Katzenvilla ist, aber ich glaube, dass es hier sein wird. Oh, der Geselle vom Schlüsseldienst. Ich werde mich nicht Hallo? Diese Katzenbande, die hat mein Brot aufgefressen und sich dann dort drin versteckt. Könntet ihr diese frechen Fellnasen einfangen? Das ist wohl ein dezenter Hinweis gewesen. Katze! Ist das nervig? Ach so, jetzt muss ich den so lang hinterher. Mann, ist das nervig. Wunderschön. Markenprodukte. Schade. Ich hätte gerne. Ja, wo ist sie jetzt hin? Bist du der Kerl? Oh, der Geselle vom Schlüsseldienst. Schon nervig, dass sie auch immer denselben Text haben. Ist sie nicht heimgekommen? Oh Mann! Die drei Kater mögen Plätze mit vielen Leuten.
Häufig spielen sie im Eingang zu den Slums. Und was ist das? Oh. Am Eingang zu den Slums. Ja, ich suche einfach alles ab. Was soll ich auch sonst machen? Wir haben jemanden. Ah, der neue Klempner. Hallo? Hä, also wenn das hier mal keine Katzen sind. Aber da ist nichts, was uns weiterhilft. Die Katzen vermehren sich in letzter Zeit. Pass bloß auf. Die Tochter der Familie. Hm. Hey, willst du ein paar aus dem Auto? Na nun, war das nicht gerade? Jetzt dahin gerannt, oder? Mann! Hier ist sie nicht. Das Blöde ist, es gibt ja dann noch zwei weitere. Hey, alles Könner. Ich muss noch mal. Mein Papa, und was ist das? Leben des Planeten? Der Lebensstrom. Oh, ist das nervig, ey. Es gibt keine Monster. Ach, der Geselle vom Schlüsseldienst. Ich sperre mich ständig aus. Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind. Aber die werden ja kaum irgendwo da in diesen. Das glaube ich nicht. Du bist also der. Du hast also die Rostpfade gesichert. Quatschen mir alle ein bisschen zu viel hier. Hallo? Schade, jetzt ist sie weg. Hättest du nicht vorsichtiger sein können? Hä? Kann man bei denen echt alles? Ich hab keine Ahnung, was genau. Nanu? War das nicht gerade ein Mounzen? Es klang ziemlich nah. Ja, stimmt. Wo ist sie denn? Oh, ja. Da hinten ist sie nicht, oder? Oder eine andere? Doch, da ist sogar was. Ach, Ratten. Schnell zeigen sich die Biester wohl nicht. Hm. Und was nun? Warten wir? Ah, obwohl. Lass uns erstmal zum Krämer zurück und Zwischenbericht erstatten. Können wir machen. Ach, das war der gar nicht. Was waren der Krämer? Schrotthandel? Krämerladen, da wollen wir hin. Hallo! Freund! Was ist? Hast du es mit der Angst zu tun bekommen? Die Wehrratten magst du erlegt haben, schön und gut. Mein Auftrag bezog sich allerdings auf deren Bodyguards. Tu mir also einen Gefallen und setz die Rattenjagd fort, ja? Die Viecher werden sicher bald aus ihren Löchern kriechen. Lauf nächstes Mal nicht wieder gleich davon, du Allesrenner.
unhöflich. Herein, ich soll also nicht gleich wieder davonlaufen. Das kriege ich hin. Stehen bleiben kann ich. Ah! Bin mal so frei. Einer bestimmten Schadensmenge wird sie schockanfällig. Ja. Oh, du nervst! Tiefer. Scheißdreck, Alter! Tut mir leid. Weiter geht's. Heiliger Granatenkopf, Alter. Das war ja mal hier, aber übelster Dübelster. Krass. Meine schöne Phönixfeder, ach Gott. Hereinspaziert, hereinspaziert. Wir haben weil ich Blocken vergessen habe. Und zwar komplett. Weil einfach mein die Hirn sagt, sind erledigt, habe ich gehört. Vielen Dank auch, ihr beiden. Wegen all dem Stress mit den Viechern war es in meinem Laden wie ausgestorben. Da kommt mir eine Idee. Ich könnte Werbung damit machen, dass dies der Lieblingsladen des aasrattentötenden Alleskönners ist. Ja, Mann. Was meint ihr? Klingt super, oder? Bist du dabei, Alleskönner?
Da würden wir beide von profitieren. Ich werde dich Weimar und auch meinem Kunden empfehlen. Ich sag dir, danach wirst du dich vor Aufträgen kaum retten können. Wenn du meinst. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Der siebte Himmel, der Alleskönner und dann noch mein Laden. Wenn wir uns verbünden, wird das Geschäft nur so brummen. Okay. Oh, Materie im Angebot. Behandeln. Das muss ich ja fast kaufen. Gewitter, das habe ich alles, gell? Vita ist wichtig. So. Warum ist Vita wichtig? Weil ich natürlich eigentlich alle ausrüsten sollte. Wir haben einen Kampfbericht geschafft, oder nicht? Hä? Ach so, nee. Alles klar, doch nicht. Wirkt sich im Kampf vor. Daher stellt sich die Frage, ob Materia entwickelt werden kann, die durch effizientes Auslösen des Schockzustandes den Kampf unterstützt. Der Auftrag lautet, Daten zur Nachweisführung zu sammeln. Ja, aber wende Spezialfertigkeiten bei Gegnern im Schockzustand an und lade insgesamt 10-mal eine Einheit der ATB-Leiste auf. Habe ich doch die ATB-Leiste doch bestimmt 50-mal gerade aufgeladen. Merkwürdig, oder? Unser neues Sortiment wird sie. Hab ich nicht. Ah, das trägt der Cloud schon. Scheiße. Das hat halt einfach mal voll gar nichts gebracht. Ich hätte es vielleicht einsetzen sollen, oder? Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich ihr direkt Vita gebe. Da habe ich wahrscheinlich mehr von. Dank unseres Alleskönners jetzt. So, jetzt passt's mal auf. Was fehlt denn uns jetzt noch? Der Schrecken der Ross, Der Schrecken der Rosspfade. Ah, da sehe ich sogar, wie viel ich machen kann, oder was? 2 abgeschlossen. Rattenplage abgeschlossen. Das kommt noch. Der Schrecken der Rosspfade. Aha. Gefunden ist den Wisch. Lass dich nicht entmutigen und suche weiter. Noch okay, besser. Eine so große Müssen wir halt jetzt diesen Kater weitersuchen, gell? Ich hab vorhin, hat sie doch was gesagt, dass da ein Mountain war. Ein Mountain? Ob das einer der Kater ist? Die alte Schale kommt, ist das ein richtig netter Kerl. Hey, Tifa! Ich komme heute wieder im Laden vorbei. Kochst du uns heute wieder was Leckeres, Tifa? Ich glaube, ich esse heute Abend mal wieder im siebten Himmel. Da ist er. Oh, nee! Ich geb's auf. Alle entwischen. Entschuldige dich bei Betty. Hä? Leben des Planeten? Der Lebensstrom natürlich. Aber das zählt nicht als abgeschlossen, was? Oder? Sie sind alle weggelaufen? Dann kommen sie nicht mehr zurück? Da seid ihr ja! Alle drei! Sie sagen, sie seien vor einem bösen Mann weggelaufen. Wer Danke. Das wohl ist? Jungfernkuss?
Gut. Ich wette, die Leute fangen schon an zu reden. Über den Alleskönner, der jeden Job packt. Richtig beweisen musste ich mich allerdings noch nicht. Du fühlst dich wohl unterfordert, was?